Coinbase trifft sich mit den Regulatoren, um einen Kryptogesetzesentwurf zu besprechen. Joe Biden, unser junger und energischer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, möchte gegen Krypto vorgehen. Warum? Besprechen wir natürlich gleich. Und El Salvador, was soll ich sagen, weiterhin positive Nachrichten. Das und was sonst noch heute an diesem Montag bei uns im Krypto- und NFT-Universum passiert ist, gleich bei uns. Also, stay tuned. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Krypto-Noobs. Ich bin hier der Chefanimateur Jan Martin, aka Automatic Moneymaker Martin. Wir sind ein Team. Richtig. Bestehen aus drei Noobs. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was bei uns im Krypto- und NFT-Universum so alles passiert, by the way, definitiv auf dem aktuellsten Stand sein wollt, was bei uns im Krypto- und NFT-Universum so alles passiert und vielleicht auch an ziemlich knackigen und präzisen Preisprognosen und Marktanalysen interessiert seid, was soll ich da sagen? Ihr habt genau den richtigen Kanal eingeschaltet und richtig, ich hoffe auch abonniert, meine Damen und Herren. Genau, wir gehen in medias res, meine Damen und Herren. Lange reden, viel schnacken, ganz viel Gedanken. Und ich drehe mich gerade mit meinem Gedanken in meinem eigenen philosophischen Krypto-Ether hin und her, meine Damen und Herren. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal. Gucken wir uns die Top 100 an. So, also, ich aktualisiere die Geschichte mal einmal ganz kurz. Fast hätte ich den Faden verloren. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. So, und ja. Bitcoin wieder auf die 48 gegangen. Können wir hier sehen, das gab eine ziemlich schöne Kerze vor einer Stunde, vor zwei Stunden ungefähr. Da sind wir wieder nach oben geschossen. Gestern ging es ein bisschen abwärts. Daher können wir ja sehen, alles im grünen Bereich von gestern auf heute. Seid ihr das erste Mal dabei? Gains und Losses der letzten Stunde hier, der letzten 24 Stunden hier. Diese beiden Spalten sollten sich dann von alleine erklären. Und hier können wir sehen, wie weit der jeweilige Coin von seinem All-Time-High entfernt ist und hier, wie hoch dieses war. Also, weiterhin alles im grünen Bereich. Die 7-Tages-Charts sehen natürlich ein bisschen entspannter aus als die der letzten 24 Stunden, da wir auch diesen kleinen Dip gehabt haben gestern. Daher sind wir eigentlich ziemlich genau da wieder, wo wir gestern waren. Können wir ja auch sehen. Also, wenn es im roten Bereich ist oder auch im grünen Bereich, ist es alles im einstelligen Bereich, außer Luna. Was soll man sagen? Performen seit ihrem Update wieder mega, mega. Outperformen die anderen auch. Uniswap allerdings auch sehr stark dabei. Chainlink regeneriert sich. Algorand. Litecoin hatten wir drüber gesprochen. Ich hoffe, da ist niemand reingefomoed, als diese Fake News gekommen sind und die kurzzeitig über 200 waren. Haben sie auch wieder ein bisschen stabilisiert. Ja, aber immer noch bei 165. Axie Infinity hatten wir gestern darüber geredet, 117% gemacht. Da geht es um Yield Farming, Staking etc. Und ja, ich bleibe da weiterhin vorsichtig. Warum? Wisst ihr, hört sich vielleicht ein bisschen unschlau an, aber ja, ihr wisst ja, ich habe meine eigene exklusive Meinung zu diesem Projekt. Und bei Terra Luna wisst ihr auch, da so ein bisschen kleines tränendes Auge habe ich jetzt gerade auch, dass ich da alles verkauft habe. Denn die anderen Pumps, sage ich schon, die anderen Coins, die ich dafür gekauft habe, sind natürlich noch nicht so durch die Decke gegangen. Und deswegen bleibe ich aber auch entspannt. Wie gesagt, mein kleiner Luna-Coin, wir hatten eine schöne Zeit miteinander, habe ich euch ja gesagt. Ich habe mehrere Coins aus einem gemacht. Und abgerechnet wird am Ende des Bullruns und nicht jetzt. Von daher bin ich immer noch ziemlich zufrieden mit meinen Käufen, die ich aus Luna getätigt habe. Ansonsten, ja, sieht das auch alles ziemlich cremig aus, würde ich sagen. Dann gehen wir noch mal in die News hinein. Coinbase Meeting with US Lawmakers to discuss Crypto Regulatory Proposal. Also, was ich euch eben gesagt hatte. Coinbase trifft sich mit den Regulatoren, um einen, so wie ich das hier gelesen habe, einen eigenen Kryptogesetzesentwurf mit denen zu besprechen. Genau, hier können wir sehen, according to Brian Armstrong, das ist der CEO von Ripple, in addition, the company has met with more than 30 crypto firms, four major law firms and three trade groups that it's about its crypto proposal. Also, sie haben diesen Gesetzesentwurf gemacht und haben sich dann aber erstmal natürlich, bevor sie das auch an die Öffentlichkeit rausballern, haben sich erstmal mit 30 Kryptofirmen
vier sehr großen Gerichtsfirmen, hatte ich gerade schon gesagt, aber Anwaltskanzleien, Law Firms sind meistens Anwaltskanzleien, also mit sehr großen Law Firms und drei Trade Groups. Den haben die das gezeigt und darüber dann ausgetauscht, über ihren eigenen Gesetzesentwurf, sagt CEO Brian Armstrong. Finde ich auch, ist eine super Idee. Hier schreibt er das nochmal ganz genau, also hier sagt er es nochmal, we've now met with 30 plus crypto firms, 25 plus members of Congress, ist natürlich auch nicht schlecht, and our staff, four major law firms and three trade groups, genau, das hatten wir, our policy team is doing great. Einen habe ich irgendwie immer dabei, ne? Meine Güte. Our policy team is doing great work and we are trying to be part of the solution. Also, natürlich, sie versuchen, ein Teil der Lösung zu werden und versuchen natürlich, ihr Stück dazu beizutragen, dass das Krypto-Universum wächst. Allerdings wissen wir, worauf die Kollegen aus sind. Nur auf Kohle, denn es ist eine super geile Idee, ne, dass ihr auch dieses Krypto-Proposal macht und da durchs ganze Land fahrt und bla bla. Wie wär's, wenn wir euren Doch, ich kann es einfach sagen, wir sind auch zu klein wahrscheinlich, ne? Euren verfickten Support erklärt, Alter. Das ist doch eine Frechheit. Vielleicht da mal anfangen. Vielleicht mal eine Telefonnummer irgendwie, eine Supportline engagieren, hätte ich gerade fast gesagt. Vielleicht mal eine Supportline ins Leben rufen, die auch tatsächlich funktioniert. Und vielleicht so ein klitzekleines Support-Team auch engagieren, dass man vielleicht wenigstens 8 Stunden am Tag erreichen kann oder so. Wäre das möglich? Die sich dann nicht nach 8 Wochen melden? Sorry, ihr wisst, was ich von Coinbase halte. Allerdings muss man sagen, dass es natürlich eine sehr gute Idee von den Kollegen ist, dass sie auf die Regulatoren zugehen mit einem eigenen Gesetzesentwurf. Ist sehr schlau. So kann man auf jeden Fall eine Diskussion mit den Kollegen mal eröffnen. Dann ist es immer nicht nur Pro und Contra, Schwarz und Weiß, sondern dann setzt man sich vielleicht auch mal an einen Tisch zusammen und bespricht das. Und das muss ich den Jungs zugute halten. Ist eine gute Idee. Trotzdem klärt euren Support. Just saying. Südafrika, können wir hier sehen. South African University to commence Blockchain and Digital Currency Education in November. Also, sie werden ab November in ihrer Universität, das ist glaube ich in Cape Town, genau, South African University, the University of Cape Town has revealed it will commence Blockchain and Digital Currency classes starting in November. According to the institution, students that enroll and complete the 693 six-week course will be issued a legal certificate. Also, die Idee finde ich auch wieder sehr gut. Wir lesen uns das nochmal ganz kurz durch, was ich hier geblutet habe, und dann sprechen wir kurz darüber. It's no longer enough to simply know about cryptocurrencies. With crypto assets and blockchain technologies growing at unprecedented rates, professionals need the ability to analyze and understand how the latest developments in the finance industry will fundamentally change the way the financial system functions in the present and near future. Also, machen genau den richtigen Schritt. Man muss natürlich die Menschen und vor allem die Studenten, sollte man auf die, im Endeffekt, was sie hier im Endeffekt sagen, ist, man sollte die Menschen auf die Zukunft vorbereiten. Vor allem die Menschen aus Südafrika, also die Bürger Südafrikas. Und deswegen bietet man jetzt diese Classes bei der Universität an. Kleines Problem ist natürlich dabei, muss ich ganz ehrlich für mich sagen, was mir sofort ins Auge gesprungen ist. Es ist ein 6-Wochen-Kurs, alles nice, aber der kostet $690. Ich glaube, das ist dann ein Kurs, den in Südafrika halt nicht jeder der Otto-Normalverbraucher, der kleine Retail-Investor, also wir, die Krypto-Noobs zum Beispiel, dass der normale Kollege das nicht machen kann, weil $693 ist, glaube ich, sehr, 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 sehr viel Geld in Südafrika. Aber es ist erstmal der richtige Schritt. Diese Kurse müssen überhaupt erstmal angeboten werden. Und ich glaube auch, wenn die Nachfrage irgendwann sehr größer und größer und größer wird, dann glaube ich auch, dass es die Kurse ganz normal und regulär an Universitäten weltweit geben wird. Bin ich fest von überzeugt. Aber guter, richtiger Schritt von Südafrika, gefällt mir sehr gut. So, jetzt kommen wir zu unserem jungen, aufstrebenden Energiebolzen.
den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, meine Damen und Herren. Joe Biden, US bringing 30 countries together to stop illicit use of cryptocurrency. Illicit bedeutet verboten. Frei übersetzt. Also doch, illicit bedeutet verboten. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein anderes Wort dafür, aber verboten kann man dafür auch nehmen. Also, to stop illicit use of cryptocurrency. Wenn ich das lese, wenn ich nur die Überschrift schon lese, Leute, da kriege ich immer noch Kopfschmerzen. Vor allem, wenn ich den Kollegen hier schon sehe, ich habe ja nichts gegen den, aber wir lesen uns mal kurz durch. Also, President Joe Biden says that the US will bring together 30 countries to stop the illicit use of cryptocurrency. The United States is partnering closely with the nations around the world to respond to the cybersecurity threats, Biden further said. The federal government needs the partnership of every American and every American company in these efforts. Das ist so geil, wenn sie nicht mehr weiter wissen in Amerika, dann kommen sie immer, wir brauchen jeden Amerikaner und jede Amerikanerin, wir müssen die Vereinigten, bla 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 bla. Oh, jetzt könnte ja der König von England rüberkommen und so, ne? Ja. Also. We must lock our digital doors. By encrypting our data and using multi-factor authentication, for example. And we must build technology securely by design, enabling consumers to understand the risks in the technologies they buy. Das sagt genau der Richtige. Also der Kollege sagt gerade, man muss den Konsumenten, im Endeffekt sagt er auch, man muss den Konsumenten die Technologie erklären. Er sagt natürlich nur the risks of the technology. Ich hätte jetzt gerne Herrn Biden mal gehört, wie der das erklärt. Okay, dann erklärt jetzt mal uns bitte die Technologies and the risks in the technology of Blockchain. Ich wäre mal sehr gespannt. Werdet ihr das auch? Es würde auf jeden Fall sehr, sehr lustig werden. Also ich glaube, der Typ hat einfach, wenn ich sowas höre, weiß ich, dass der Kollege keine Ahnung hat, wovon er redet. Der kriegt da seine vorgefertigten Berichte von Senatoren Warren wahrscheinlich und Gary Gensler. Liest sich die durch und glaubt das alles, ohne was selber zu recherchieren. Es tut mir wirklich leid, Kollege, aber der Junge ist über 80. Ich glaube nicht, dass der kapiert, was hier los ist. Nichts gegen alle 80-jährigen Leute, ne? Es gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Ein sehr gutes Beispiel ist mein Vater. Vater Hengst, falls du zuschaust. Er ist 70 und als ich angefangen habe mit Krypto, dann hat sie mir gesagt, weißt du was, ohne Mann, ist alles gut, aber ich bin soweit gut aufgestellt, also ich will mich dagegen auch gar nicht wehren, aber ich bin halt da, wo ich seit 40, 50 Jahren bin, Aktien, ETFs etc. Und da ist mein Geld gelockt und da ist das auch gut angelegt und ich fühle mich da wohl und das ist auch völlig in Ordnung und damit kann ich auch leben. Aber wenn wir uns dann mal darüber unterhalten, dann hört er trotzdem zu und versucht es irgendwie zu verstehen. Und blockt nicht einfach und liest sich irgendwelche Berichte durch oder lässt sich irgendwelche Sachen zutragen, ne, die nicht stimmen und überprüft die nicht, sondern dann fragt er vielleicht mal nach, dann unterhalten wir uns drüber und er hört zu. Er hört zu und er ist auch daran interessiert. Und ich glaube, das ist halt Joe Biden nicht. Das glaube ich einfach nicht, sonst würdest du sowas nicht sagen. We must build technology securely by design, enabling consumers to understand the risks in technology they buy. Und dann auch hier, by encrypting our data and using multi-factor authentication, for example. By encrypting our data? Da wird mir ganz schummrig, wenn ich das lese. Und übrigens, Kollege, wir haben überall an jeder zentralisierten DEX ist eine Multi-Authentification notwendig. Beziehungsweise, wenn ihr die nicht habt, dann baut die ein. Das bedeutet, dass man nicht nur mit seinem Passwort sich einloggen kann, sondern 2, 3 verschiedene Schritte gehen muss, um sich einloggen zu können. Das ist doch schon wieder, wenn jemand keine Ahnung hat, wovon er redet. Und daher müssen wir aber trotzdem vorsichtig sein, weil die Kalkleiste hier nun mal tatsächlich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Deswegen ja, müssen wir einfach mal gucken. Halt, behalte ich auf jeden Fall im Auge, aber ich glaube nicht, dass er weiß, wovon er redet. Ein anderer Präsident, meine Damen und Herren, der tatsächlich wirklich jung und dynamisch ist und weiß, wovon er redet, das ist Najib Bukele. Najib, falls du zuguckst, ich bin mir sehr sicher, dass er zuguckt, schöne Grüße von den Krypto-Noobs. Salvadoran President Najib Bukele says, citizens paying for gas with the Chivo Wallet will get a discount.
Also erstens, was wir ja mittlerweile auch wissen, ich glaube, wir haben da vor 2 Wochen auch schon mal drüber geredet. Mittlerweile ist es so, dass über 3 Millionen Salvadorianer Bitcoin benutzen und auch ihr Chivo Wallet nutzen. Also überhaupt Krypto benutzen. Im Moment ist es ja nur Bitcoin, aber Bitcoin wird als Zahlungsmittel benutzt und das Chivo Wallet wird als Zahlungsmittel benutzt. 3 Millionen, das ist über die Hälfte der Bevölkerung oder knapp die Hälfte der Bevölkerung in El Salvador. Und das bedeutet, es haben mittlerweile oder beziehungsweise es werden mehr Transaktionen übers Chivo Wallet mit Bitcoin getätigt als Banktransaktionen. Denn wir wissen, über 70% der El Salvadorianer haben kein Bankkonto. Also haben mittlerweile mehr oder benutzen mehr El Salvadorianer ein digitales Wallet, als dass sie ein Bankkonto haben. Ich sag mal, das läuft. Es läuft langsam, aber es läuft. Und jetzt, er will das ja auch den Leuten ein bisschen nahe bringen und da muss man die Leute auch mal ein bisschen locken. Also, wenn man bei den großen Gas Stations bei den Kollegen, das steht hier nochmal, bei den großen Gas Stations jetzt tankt, kriegt man 20 Cent Ermäßigung auf eine Gallone, wenn man mit der Chivo Wallet bezahlt. Hier haben sie nochmal eine Werbung dafür gemacht. Das war dann desde mañana, das heißt ab morgen kriegt man an diesen, ich glaube an diesen Tankstellen oder so, oder hier, genau, an diesen Tankstellen auf jeden Fall, kann man mit dem Chivo Wallet bezahlen und kriegt dann 20 Cent Rabatt auf die Gallone. Hört sich nicht viel an, aber ich glaube schon, in Salvador, da wird auf jeden Cent geguckt, 20 Cent haben, 20 Cent nicht haben. Und ich bleibe dabei, der Kollege geht absolut in den richtigen, doch, macht, geht den richtigen Weg, doch, geht absolut den richtigen Weg. Blablabla. Bitcoin is stronger. After China's crypto ban. Edward Snowden. Former NSA contractor and famous whistleblower Edward Snowden believes China's latest ban has strengthened the leading cryptocurrency, oder? Doch, das ist aber sehr schlau. Glaubt er? Hat er die Krypto-Noob-Sendung von vor 2 Monaten geguckt? Ich hatte euch das vor, glaube ich, 2 Monaten schon gesagt, als wir den ersten von unseren 3 Krypto-China-FATs hatten, die wir jetzt schon seit unserer Sendung, seit es unsere Sendung gibt, also seit 5 Monaten gibt es unsere Sendung. Wir hatten schon dreimal, mussten wir darüber berichten, dass China Krypto bannt und dass es einfach Schwachsinn ist, weil Krypto in China schon seit 2017 gebannt ist. Also darum geht es ja eigentlich gar nicht, weil das, was er da sagt, da sind wir alles schon selber drauf gekommen. Edward Snowden, ich feiere den Typen allerdings hardcore. Gebt euch mal die Dokumentation, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, Citizen 4 über ihn. Das ist mega, mega geil. Gebt euch das. Und dann werdet ihr den Kollegen, glaube ich, auch ein bisschen mehr, bis noch ein bisschen mehr feiern. Falls ihr ihn jetzt noch nicht gefeiert habt, werdet ihr ihn feiern. Wenn ihr ihn feiert, werdet ihr ihn danach noch ein bisschen mehr feiern. Also, was mache ich? Genau, ich feiere ihn. Ganz tolle. Im März hatte er getweetet: This is the first time in a while I felt like buying Bitcoin. That drop was too much panic and too little reason. Genau das, wovon wir mal sprechen. Too much panic, too little reason. Und hat dann jetzt wieder getweetet, halt. Sometimes I think back to this and wonder how many people bought Bitcoin then. It's up mehr als 10x since. Despite a coordinated global campaign by governments to undermine public understanding of and support for cryptocurrency. China even banned it. But it just made Bitcoin stronger. Also da wissen wir auch wieder, sehen wir auch wieder, der Kollege ist nicht, ist wieder ein bisschen missinformiert. Aber was er im Großen und Ganzen sagt, ist halt korrekt. Denn nach diesem Tweet, den er hier rausgehauen hat, ist Bitcoin fast 10x gestiegen. So, also ganz kurz mal ganz kurz gucken hier, genau. Das war im März 2020 auch übrigens, ne? Genau. Damit wir uns da nicht falsch verstehen. So. Also März 2020 hat er das geschrieben. Und er sagt, Bitcoin ist seitdem über 10x gegangen, obwohl eine koordinierte globale Kampagne gegen uns, gegen das Krypto-Universum stattgefunden hat. Und auch dafür versucht, das tun sie übrigens immer noch, dafür zu sorgen, doch, sie versuchen dafür zu sorgen, dass die Menschen Krypto nicht wirklich verstehen. Und den Satz lassen wir einfach mal so stehen. Der disqualifiziert ihn ein ganz kleines bisschen vom Fachwissen, was unser Kryptouniversum angeht. Aber das ist hier das Wichtige. Und da hat er 100% recht mit. Und das dürfen wir halt nicht vergessen. Wir sind halt nicht runtergegangen.
Bitcoin ist nicht, wie so viele gesagt haben. Wo sind denn die 18.000? Wo sind denn die 10.000, die ich da von einigen gehört habe? Wo sind die denn? Wo waren die 22.000? Wo waren die 25.000? Ja, was wir da gehört haben. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass zum Beispiel JP Morgan seinen Bitcoin-Stock verdoppelt hat über die Grayscale Funds etc. Verdoppelt. I'm just saying. Wissen die irgendwas? Vielleicht Bitcoin-ETF? Weiß nicht, in 14 Tagen. Just saying. Aber ich fand das mal ganz interessant und ich feiere den Kollegen auch auf jeden Fall. So, bevor wir nochmal kurz zu unserer Krypto-News, hätte ich gerade fast gesagt, zu unseren NFT-News kommen. Yield App, named official partner of Premier League Club West Ham United. Also die Mass Adoption geht weiter und wir hatten ja letztens auch, dass ein anderer Anbieter, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, ich glaube, das war sogar Doge. Das war Doge, die mit Watford zusammengekommen sind. Nichts gegen Watford, aber West Ham hat ein bisschen größere Fanbase. Bin ich ein bisschen bullischer drauf. Yield App, deswegen sehr guten Fang hier gemacht. Und was für uns natürlich am besten ist, die Mass Adoption geht weiter, meine Damen und Herren. Ganz einfach. So, jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz ein, zwei NFT-News an. Wir haben ja übermorgen unsere NFT- und Blockchain-Gaming-Sendung. Da werde ich alles noch mal genau aufrollen, welche NFTs ich mir gekauft habe, welche ich verkauft habe. Ich habe wahrscheinlich auch einen kleinen Fehler gemacht, aber das passiert dann auch mal. Aber mir ist wichtig, dass ihr den Fehler nicht nochmal macht. Und deswegen werden wir da am Mittwoch genauer drüber sprechen. Ich werde euch mal eine kleine Mint-Strategie nahelegen, wie ihr, auch wenn ihr in die Mints nicht reinkommt, trotzdem vielleicht noch für einen sehr guten Preis den oder das oder ja, ne, ihn, ihren NFT bekommen hätten, tun, mögen, habt. Das machen wir dann aber Sonntag. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz, das ist ähnlich wie am Anfang, die Top 100 an, hätte ich gerade fast gesagt. Aber wir gucken uns mal hier bei Debra da das Volumen an. Hier können wir ganz gut das Volumen der verschiedenen Marketplaces sehen. Deswegen sehen wir auch Bakery Swap ist da unten noch drin. Wendly Market müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht auch schon Mittwoch. Das ist nämlich der Krypto, hätte ich gerade auch schon wieder fast gesagt, der NFT-Markt von Polygon. Aber ihr habt ja gesehen, da passiert noch gar nichts. Die Central Land haben wir gesehen, Ava Gotchi, NBA Top Shot. Wir wissen ja, dass hier DebRadar jetzt auch noch NFL Top Shot hat und die werden auch für die Kollegen einen eigenen Marketplace eröffnen. Ja, Rarible Pancake Swap. Wundert mich hier ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob wir die letztes Mal hier auch schon drin hatten, weil ich wüsste jetzt gerade nicht. Also bei mir ist es ein bisschen vorbeigegangen. Pancake Swap und NFTs. Gucke ich mir mal an. Wax, wissen wir auch, ein großer Markt. Die haben aber ziemlich verkackt letzte Woche. Und OpenSea, meine Damen und Herren. Ja klar, Axie Infinity ist natürlich auch nach oben gegangen. 24% Trade-Volumen, also von den Traders. Und das Gesamtvolumen ist auch nochmal hochgegangen. Aber OpenSea bleibt Chef im Ring. Es waren die letzten 24 Stunden. Wir können uns ja mal ganz kurz letzte Woche, das gucken wir uns alles entspannt am Montag an. Aber ich wollte euch nur zeigen, wir sehen hier zum Beispiel auch schon mal, dass hier die Floors zum Teil am Risen sind. Das ist NBA, müssen wir nicht unbedingt dazu nehmen, aber super rare. Rarible minus 23. Weiß nicht, was da passiert ist, aber Atomic plus 30%. Axie hat natürlich für einen super Pump gesorgt. CryptoPunks. Absurd, wieder 69% nach oben gegangen, letzten 24 Stunden. Und OpenSea wächst und gedeiht. Da wollte ich euch nochmal ganz kurz, sonst gibt es nämlich eigentlich nichts Neues zu berichten. Ich hatte ja gestern einen etwas längeren NFT-News-Blog. Guckt euch den gerne an, wir bauen immer Timestamps in die Sendung ein. Und gestern beim Wochenrückblick, den blenden wir euch auch gleich hier nochmal ein, dass ihr da einfach draufdrucken könnt. Da gehe ich genauer nochmal auf die NFT-News der letzten Woche ein. The Pluto Alliance ist ein Projekt, von dem ich weiß, dass da BitBoy drin ist. Und BitBoy ist da auch sehr bullisch drauf. Die machen sehr viel Werbung dafür. Und die werden auch nochmal gut Werbung machen. Das bedeutet, ich glaube, dass man hier locker, vielleicht nicht sofort, ne, weil ihr müsst manchmal auch gucken, wie die Preise sind. Und wenn ich hier sehe, ich gehe jetzt einfach mal ganz weit runter. Und wenn ihr jetzt hier seht, ist 0,15, also es müssen schon sehr, sehr viele von den Kollegen gekauft werden. Ne, ihr könnt das ja hier sehen, damit wir einen Floorpreis von 0,2 oder so haben. Deswegen, wenn ihr den kauft, das ist jetzt keiner, mit dem ihr sofort einen Flip machen könnt.
Ich glaube aber auf Long Term und bei den Kollegen, die da alle mit bei sind. Und ich meine, ich habe letztens auch irgendwas gesehen, dass sie was mit Chain Boost oder sogar mit Chain Link oder so zusammen gemacht haben. Nee, ich glaube, Immutable X war das tatsächlich. Ich glaube schon, dass man mit den 5 bis 10x diesen Bullrun noch machen kann. Aber wie gesagt, diesen Bullrun, das ist jetzt nichts zum schnell flippen. Würde ich euch nur mal ans Herz legen. Bei mir hat sich nicht viel getan. Ich habe mir ein NFT dazu gekauft. Das ist der Kollege hier. Artwork gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist auch über einen NFT-Collector auf Twitter, dem ich da folge. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Die Verkaufszahlen waren jetzt noch nicht so gut eben. Ich guck mir das gleich nochmal an, aber ausverkauft waren die vorhin noch nicht. Trotzdem, es gibt nur 1000 Stück von den Kollegen hier. Und wie das Artwork gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Der wird natürlich noch revealed. Das können wir hier sehen. Die sehen erstmal alle so aus. Aber ich glaube, das könnte ein sehr, sehr gutes Projekt werden. Aber auch wieder eins, wo ich sage, es ist nicht zum Flippen, sondern da muss man sich noch ein bisschen, muss man ein bisschen Geduld haben. So, und hier können wir ja nochmal sehen, die Colony-Dinger, die gefallen mir auch sehr gut. Deswegen bin ich auch immer noch sehr, sehr bullish auf meine Colonists, meine Damen und Herren. Die gucken wir uns gerne nochmal dann Mittwoch an. Mittwoch gucken wir uns sowieso nochmal ganz genau meine NFT-Sammlung an und dann, wie gesagt, besprechen wir nochmal, was ich verkauft habe, wie ich es verkauft habe, was ich eingekauft habe, warum, wieso, weshalb. Dafür haben wir unsere Mittwochsendung, meine Damen und Herren. Und wenn ihr jetzt, ne, ich entlasse euch gleich in den Montagabend. Jetzt müsst ihr nur noch ein Like für die Sendung da lassen, den Kanal abonnieren und diese Benachrichtigungsglocke hier, die müsst ihr auch abonnieren, denn dann bekommt der YouTube-Algorithmus alles, was er zum Wachsen und Gedeihen braucht, um uns auch schön in den Äther zu spülen. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, ich dachte, das war ein bisschen eingebildet, ich finde, wir sind ein bisschen underrated im deutschsprachigen Krypto-YouTube-Universum, was Shows etc. angeht. Aber ihr wisst ja, I'm just saying, ist einfach nur mein persönliches Gefühl. Wenn ihr uns jetzt noch auf Twitter folgt, auf Instagram folgt und die Kommentare vollballert, bin ich völlig zufrieden und ich entlasse euch in den Montagabend. Unsere News-Sendung gibt es dann am Freitag wieder und wir sehen uns übermorgen zur NFT- und Blockchain-Gaming-Sendung. Ich werde euch wieder, wie gesagt, ein Spiel vorstellen. Dann werden wir mal eine generelle Mint-Strategie besprechen und wie man noch an NFTs rankommt, wenn der Mint vorbei ist. Also, spannt euch, trade well, gehabt euch wohl, Mamba. Out.